Willkommen zurück zu Darksiders Folge Nummer 31. In der letzten Folge hatten wir hier einen kleinen Wasserbug und wir konnten hier nicht durchschwimmen. Ich bin einfach nochmal wieder zurückgelaufen nach dem letzten Kampf in der letzten Folge. Und dann war das Wasser wieder okay. Und ich dachte, ich starte dann hier die Folge, wenn wir die Schatztruhe öffnen. Abgrundrüstung. Karte! Enthüllt die komplette Karte des aktuellen Bereichs. Drücken Select, um die Bereichskarte zuzugreifen. Ich drücke nicht Select, weil dann stürzt das Spiel ab. So, aber gut, wir haben die Karte. Können ja mal einen Blick drauf werfen. Wenn ich O drücke, dann öffne ich auch die Karte und das Spiel stürzt nicht ab. Das ist viel besser als Select zu drücken. So, und wir müssen jetzt irgendwo hier müssen wir hin, ne? Gut, dann tracken wir nochmal kurz back. Das geht relativ fix. Einfach mal zurücklaufen. Ja, ich wollte das Spiel jetzt einfach nochmal da starten, weil das Wasser dann doch nicht mehr verbuggt war. Na, Glück gehabt. Das wäre auch echt fies gewesen. Weil man weiß ja nie, was in so einer Truhe drin ist. So, und rauf mit uns. So. Und, das war verkehrt. Machen wir mal lieber so. Das ist besser. Bisschen Dämonengewächs, an dem wir rumkrabbeln können. So. Schnups. Na, halt dich mal an der Decke fest. Wir müssen doch hier noch rüber kraxeln. So. Da sind wir auch schon wieder in der Arena, wo wir das letzte Mal gekämpft haben. Hier nämlich. Und das Spiel deutete uns irgendwie an, dass wir da drüben hinlaufen sollen. Ich wollte aber jetzt nochmal hier schauen, ob hier nicht noch was zu holen ist. Genau. Nichts kann dem Tremor-Handschuh standhalten. Möglicherweise müssen wir jetzt auch schon dahin backtracken, wo wir mit Ultan gekämpft haben. Aber er meinte ja, eigentlich sollen wir erst zurückkommen, wenn wir die Quälerin besiegt haben. Und das haben wir ja noch nicht. Aber hier oben war auch nichts mehr, oder? Doch, da. Tada. Vielleicht ist da noch eine Treasure Chest. Der Kompass möglicherweise, also das, ich sag Kompass, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das, was die Schatztruhen auf der Karte enthüllt. Wir haben ja jetzt die Karte. Okay, vielleicht ist hier auch einfach nur eine Tür. Schauen wir mal rein, wo führt sie uns hin? Zu einem Cola-Automaten. Ganz schön stabil, das Teil. Doch nicht. Naja, gut, vier Schläge mit dem Tremor-Handschuh. Seht ihr das, Leute? Diese Blöcke kennen wir schon. Die müssen wir aktivieren, indem wir ein bisschen abtauchen und gegen das Schwert klopfen. So. Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist, aber wir aktivieren die einfach schon mal. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall gut ist und nicht irgend noch einen nachteiligen Effekt haben wird, wie zum Beispiel, dass uns irgendwas gebracht hätte, wenn der noch unten ist, der Stein. Aber falls das so wäre, müsste das ja auch rückgängig zu machen sein, irgendwie. Hoffe ich zumindest. So, nochmal schnell gucken. Hier im Wasser war jetzt nichts zu entdecken. Okay, hier können wir nicht hoch, ne? Naja, ist er denn noch aktiviert? Er ist auch gar nicht mehr aktiviert. So, jetzt sind wir oben. Das ist aber nur für den Rückweg relevant. Ist hier unter noch irgendwas? Ein Artefakt? Nee? Okay. Alrighty. Dann machen wir das mal auf die Save-Methode. Denn ich meine, man konnte. Konnte man nicht? Na gut, okay, kann man nicht. Ich dachte, den anderen hätten wir letztes Mal von der Plattform aus aktiviert. So, hoch mit uns. Da müssen wir hin. Und sonst ist hier nichts. Guten, weiter going. Wo sind wir? Gas? Okay,
Okay, es gibt hier also Bombis irgendwo. Unentzündete Bombis. Aber wo? Aber wo? Weil das können wir, soweit ich das sehe, nicht mit dem Special-Handschuh kaputt bashen. Genau. Oh Mist. Müssen wir so machen. So. Zack. 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 Okay, das war Kacke. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt haben wir zumindest das Feuer schon mal an. Reicht aber noch nicht. Wir müssen die Bombis ja noch irgendwo herkriegen. Schauen wir mal, ob die hier vielleicht sind. Versteckt. Nee, aber hier ist noch ein Lebensstein oder zumindest ein Teil davon. Ein Stück eines Lebenssteins. Das können wir gebrauchen. Das heilt uns auch geil. Tja, uns entgeht kein Geheimnis. Es entgeht uns kein Geheimnis. Behaupte ich jetzt mal, ne? Wir haben bestimmt schon 11.000 Sachen verpasst und jeder weiß das. Sein Tod wird uns Ruhm bringen. Seid ihr behindert? Na, dann schlag mal zu. Bist du down? Roms! Ist immer noch nicht down. Na, dann schnetzeln wir ihn mal so weg. So, sehr schön. Da ist auch die Bombi. Na, dann komm mal mit, Freund. Dich brauchen wir. So, pfeffern wir mal dahin. So, schön. Dann können wir hier auch weitergehen. Nice. Wir brauchen wieder einen Schlüssel des Betrachters. Hey, was soll das denn? Schulze, es hat Ihnen niemand befohlen, mich zu nerven. So, kaputt gemacht. Ich mach's kaputt. Oh shit, da geht's eine ganze Ecke runter. Ah ja, großes Areal hier. Die Quälerin möchte noch nicht von uns erlegt werden. Sie möchte erstmal, dass wir auch alle ihre Handlanger beseitigen. Bestimmt gibt's auch nochmal einen Zwischenboss. Das will nicht kaputt gemacht werden. Heilung. Nö, erstmal noch nicht. Oh Gott, bitte ist das nicht buggy, das Wasser. Und da drüben ist der Schlüssel des Betrachters. Ist wahrscheinlich zumindest. Was ist mit euch? Ach ja, richtig. Ich würde sagen, wir hoppen dann trotzdem erstmal nochmal hier runter. Einfach mal gucken, was hier ist. Hier ist... Wow, habt ihr das gesehen? Hier ist nichts. Richtig abgefahren. Und hier ist auch wahrscheinlich nichts. Ah, aber wer sich nicht nichts anschaut, der... der schaut sich... Naja. Was auch... Ah, nee. Was, ist das nur die Bestrafung fürs Runterfallen, oder was? Dass man hier die ganze Scheiße wieder hochklettern muss? Da ist auch nichts. Na dann hoch mit uns, ne?
So, so, sind wir wieder oben. Das hat nur Zeit verschwendet, so eine Scheiße. Dann geht's jetzt hier weiter. Ab ins kühle Nass. Gibt's jetzt hier einen Wasserboss? Das wäre auch mal witzig. Oder? Das wäre doch witzig. Wäre das nicht witzig? Ich würde lachen. Okay, würde ich vielleicht nicht, aber... egal. So, hier ist, soweit ich das sehe, nichts von Interesse. Dann gehen wir mal weiter. So, hoch mit uns. Hier ist nämlich irgendwas Special Dash-Liges zu entdecken. So, und raus hier. Oh! Ein Porter? Nee, das ist so ein Seelending, genau. Okay, hier geht's weiter, Nummer 1. Das war's auch schon. So, oh, seht ihr das da oben? Das sieht gefährlich aus. Ey, was? Was? Können die von hier aus nicht so gut erwischen? Tja, was macht der Hebel? Ey, seid nicht so schnell, ihr Mistviecher. Okay, hier sind so ein paar eingefrorene Dinger. So, Kohle. Okay, ein paar eingefrorene Dinger. Da so ein roter. Da so ein. Umgucken. Wir müssen uns umgucken hier. Ganz genau. Müssen wir jetzt umschauen. Sonst machen wir irgendeinen Schmarrn. Das wäre doof. Wir wollen keinen Schmarrn machen. Okay, sieht aber ganz gut aus. Wir können anscheinend alles kaputt machen. Und uns.